Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Campingfreunde. Ich bin wieder bei meinem Wohnmobilhändler Caravan Wendt und habe hier heute einen Road Cruiser XL für euch. Für Leute, die ein bisschen größer geraten sind, ideal, weil ihr habt hier eine super tolle Stehhöhe hier drin in dem Fahrzeug. Ja, wir schauen mal so ein bisschen drumherum. Ihr seht das Hochdach. Wir haben hier rundum Rahmenfenster. Hier seht ihr den Landstromanschluss, daneben gleich den Gas-Truma-Kamin. Das Fahrzeug ist auf Zitronenbasis, hier erkennt ihr es. Wir haben hier 16 Zoll Alufelgen. Ja, und im Heckbereich, ich sagte schon, wir haben rundum Rahmenfenster, selbst hier im Heck. Ja. Und ja, dann öffnen wir doch mal gleich die Hecktür. Und ihr seht es, es ist ein 640er Fahrzeug. Man sieht es hier an der Seite. Daran kann man das immer erkennen. An diesen Begrenzungsleuchten, das gibt es nur beim 640er und nicht beim 6 Meter und nicht beim 540er. Ja, wir gucken hier rein und sehen die Einzelbetten. Hier ist nochmal ein Zusatzbett drin für die Dinette. Und die Matratzen, die beiden dort, die werden dann hier eingelegt. So kann man das Bett erweitern zu einer riesigen Liegewiese. Ja, und darunter haben wir recht viel Stauraum, recht breit. Das liegt daran, der Gaskasten ist ein bisschen schmaler gehalten. Der Nachteil dadurch, wir müssen von innen ran an die 211 Kilo Gasflaschen. Schaut mal. Also wenn das Fahrzeug beladen ist, dann kommt ihr nicht so einfach an die Gasflaschen. Dafür habt ihr aber mehr Stauraum. Auf der rechten Seite seht ihr nochmal Ablagemöglichkeiten. Das habe ich bei mir auch, das gleiche Fach. Und da seht ihr schon die Trittstufe, um in die Betten zu gelangen. Hier an der Seite könnt ihr auch nochmal was so ein bisschen laden, was ein bisschen länger ist. Ich kann euch das ja ganz kurz mal ausmessen. Also die längste Lademöglichkeit hier haben wir 1,70 Meter. In der Breite haben wir 1,13 Meter. Ja, und Durchlademöglichkeit, da haben wir 69,4 cm. Ja, hier drunter seht ihr die Lattenroste. Da hinten seht ihr, von da könnt ihr das Fahrwasser einstellen und da gibt es auch einen Revisionsschacht für das Frischwasser, für den Frischwassertank. Ja, ihr könnt natürlich die beiden Lattenroste rausnehmen. Dann könnt ihr hier diese Alustangen rausnehmen und dann könnt ihr hier auch ganz große Sachen laden, wenn ihr wollt. Wir schauen mal hier nochmal unter. Ja, hier gibt es so ein kleines Fach. Wenn ihr mal die Heckleuchten wechseln wollt, dann kommt ihr daran. Ja, den Rest schauen wir uns mal von vorne an. Ja, was ich gerne testen möchte, kommen wir jetzt von innen an die Entriegelung. Ja, es funktioniert. Auch wenn hier der Lattenrost so ein bisschen im Weg ist, aber man kommt gut ran. Ihr seht es, da sind diese Befestigungsmöglichkeiten. Wenn ihr die Sachen hier oben hingestellt habt, könnt ihr das da oben fixieren. Die Matratzen und die Lattenroste. Ja, hier auf der Beifahrerseite seht ihr den Wassereinfüllstutzen.
Wir haben hier eine breite Trittstufe. Ja, dann gehen wir mal hinein ins Fahrzeug. Und da fällt uns gleich auf, wir haben hier sehr viel Platz nach oben. Ja, ich werde mal die Tür zumachen, weil es doch ein bisschen kalt draußen. Hört ihr es? Die Zuziehhilfe. Da braucht ihr euren Nachbarn auf dem Campingplatz nicht auf den Wecker gehen mit den immer Zugeknalle, wenn die Tür nicht richtig zu ist. Nochmal das zweite Mal, das entfällt hier. Ja, ich würde euch gerne mal die Höhe hier, Stehhöhe ausmessen. Komme ich da oben an? Schauen wir mal. Oh, gerade so. So, jetzt messe ich mal bis nach unten. Und wir haben hier eine Stehhöhe von 2,13 Meter. Das ist richtig gewaltig. Wir werden das gleich auch noch mal im Bad messen. Da haben wir dann, schaut mal, von da oben bis zum Brett. Da haben wir 2,07 Meter. Ja, und dann kann man natürlich hier im Bad noch das Brett rausnehmen. Dann hat man noch ein bisschen mehr Platz. Aber in der Regel geht man da ja durch. Und dann möchte man natürlich auch bequem durchgehen, auch in der Höhe. Ja, wir machen mal hier am besten gleich das Licht an. Da oben seht ihr das Bedienteil. Hier kann man die Aufbaubatterie anschauen, den Frischwassertank und den Füllstand des Abwassertankes. Dann haben wir hier eine Truma Duo Control verbaut. Hier kann man dann ablesen, ob die eine Gasflasche schon leer ist. Dann kann man ganz in Ruhe die Flasche austauschen. In der Zeit läuft die zweite Flasche. Ja, hier haben wir das CP Plus Bedienteil für die Truma Kombiheizung. Und hier neben, sehr ungewöhnlich, haben wir noch einen Oberschrank direkt hier drüber über den Eingang. Natürlich, weil das Fahrzeug so hoch ist. Oben seht ihr ein großes Heki. Ihr seht, hier hat es geschneit über Nacht. Und da über dem Führerhaus ein riesen Ablagefach. Da passen richtig viele Jacken, Winterjacken rein. Und ihr habt natürlich auch den Vorteil, jetzt auf der anderen Seite habt ihr die normalen Oberschränke und darunter seht ihr, habt ihr nochmal zusätzlich Ablagemöglichkeiten. Wir haben hier kein Soft Close verbaut. Und hier unter seht ihr wieder diese Lichtleisten, sorgen für ordentlich Licht. Ja, die Dinette ist relativ groß. Ich kann mich ja mal hineinsetzen. Ich sitze hier relativ bequem. Die Sitze sind im Rücken nicht sehr ausgeformt. Nach außen hin ist der Sitz stabil, da sitze ich gut. Ich setze mich mal auf die andere Seite. Ich kann hier drunter ganz gut sitzen. Wir haben hier einen relativ großen Tisch, den man auch noch ausklappen kann. Schaut mal, nehme ich mal mit. Ihr seht, wenn einer auf dem Beifahrersitz sitzt, der kann da ganz gemütlich essen, wenn das so ein bisschen schräg gestellt ist. Ja, hier drunter sehe ich jetzt keine Steckdosen weiter. Die fehlen hier leider. Wir schauen mal unter dem Tisch, was wir da noch haben. Ja, da sehe ich noch eine 230 Volt Steckdose. Und darunter haben wir noch diverse Staumöglichkeiten. Ich nehme mal den Tisch zurück hier. So, und jetzt können wir hier noch reinschauen. Ja, da ist noch ein ganz großes Fach für Schuhe oder diverse andere Sachen. Wir sehen zwei Luftausströme, sorgt für gute Belüftung. Da unten nochmal zwei Luftausströme, seht ihr das? Und hier haben wir dann Klappe und da seht ihr,
die Trummer Dieselheizung. Und hier seht ihr den Frostschutzwächter. Kommt man ganz bequem ran. Ja, sehr schön gemacht. Isofix-Befestigung haben wir hier für die Kindersitze. Ja, dann schauen wir doch schon mal zur Küche rüber. Wir sehen hier so einen kleinen Beutel. Ja, sehr praktisch. Den kann man ganz leicht abmachen. Kann man zum Einkaufen nutzen. Kann man auch als Müllbehälter nutzen, wenn man da noch eine Tüte reinmacht. Je nachdem, wie man möchte. Wir haben hier eine Arbeitsplattenverlängerung. Darunter haben wir noch Lichtschalter und die Schalter der Trittstufe. Ja, ihr seht, Küche ist relativ kompakt. Die läuft aber auch konisch breiter werdend nach hinten. Das hat den Vorteil, wir haben hier vorne schönen Durchgang, ganz bequem bis hinten durch. Ja, ich habe das Bad jetzt schon mal so ein bisschen so geöffnet gehabt. So, dass ihr jetzt mal nach hinten schauen könnt. Wir haben hier diese typische Spaghetti-Küche. Schaut mal, kleiner Wasserhahn. Ja, habe ich auch. Komme damit sehr gut zurecht. Hier haben wir kleine Schubfächer. Hier wird es dann wahrscheinlich etwas tiefer. Nein, da haben wir ja dahinter die Abwäsche. Hier sind dann etwas breitere Auszüge. Ja, ist hier im Moment noch sehr kalt. Wenn es beheizt ist, wird es wahrscheinlich alles ein bisschen einfacher gehen. Ja, und hier drüber haben wir 230 Volt Steckdose und nochmal einen Lichtschalter. Hier wieder die Lichtleiste, kann man dann hier bedienen. Und da drüber, sehr hoch angebracht, ein Oberschrank. Also für kleine Leute ist das bestimmt nichts. Da muss man dann schon ein bisschen größer sein. Hier nochmal die Ablage. Ja, direkt in Sichthöhe der Kühlschrank. Ja, das ist auch ein Absorberkühlschrank. Schaut mal, mit Gefrierfach. Kommt man sehr gut ran. Natürlich, wenn jetzt einer im Bad ist, dann wird es natürlich problematisch. Aber das kommt ja auch nicht allzu oft vor. Hier ein riesiger Kleiderschrank. Da kann man ordentlich was reinhängen. Ja, dann sind wir eigentlich schon im Bad. Schaut mal das Bad. Das wird dann hier geöffnet. Und da habt ihr dann gleichzeitig eine Abtrennung zum hinteren Bereich. Hier ist nur noch ganz wenig Luft. Also wenn ihr euch mal schnell umziehen wollt, dann könnt ihr das machen. Hier ist jetzt im Moment noch diese Verlängerung drin. Die kann man natürlich rausnehmen. Ja, und das Bad, das bietet einen sehr, sehr großen Schrank. Schaut mal. Passt doch einiges rein. Ja, der Spiegel ist beschlagen, klar. Wir haben hier Minusgrade im Außenbereich. Ihr habt hier noch ein Badfenster. Und ja, die Toilette, die ist jetzt ein bisschen eingeschwenkt. Ich drehe euch mal die. So. Dann könnt ihr jetzt ganz bequem auf Toilette gehen, weil ihr habt ordentlich Platz hier. Ich setze mich da jetzt mal rauf. So, ja, recht bequem. Hier das Waschbecken als Ablage für den Arm. Und ja, man hat doch ordentlich Platz. Und wenn man duschen möchte, dann nehme ich euch hier rein. Dann wird die Seite geschlossen. Genau. Das wird dann mit dem Magnet gehalten.
So, und dann wird zu dieser Seite der Vorhang hier eingeknöpft, seht ihr das? Da gibt es dann diese Knöpfmöglichkeiten. Ja, und dann kann man hier doch ordentlich duschen. Hoffe, das sieht man so. Also ich habe hier mehr als genügend Platz zum Duschen. Das funktioniert sehr gut. Ihr nehmt dann natürlich hier diese Brause und könnt die da oben einhängen. So. Ja, zum Warm und Kalt. Ja, auf diese Seite kann man nicht ran. Da muss man natürlich den Vorhang wieder lüften und kann dann warm und kalt einstellen. Das ist manchmal ein bisschen problematisch. Was ihr machen könnt, ihr könnt hier mit den Wasserhahn auf und zu machen. Wir haben hier den Lichtschalter, das Waschbecken. Ja, das ist, hat eine übliche Größe. Wir haben hier unter dem Waschbecken auch noch mal Stauraum. Schaut mal. Und dahinter ist noch eine kleine Ablage unterm Badfenster. Ja, ich denke mal, das ist doch ein ganz ordentliches Raumbad. So, jetzt habe ich euch die Matratzen so ein bisschen weggeräumt von dem Dinettbett. Und jetzt messe ich euch das mal aus hier. Wir haben hier 2,10 Meter auf der Beifahrerseite, und auf der Fahrerseite haben wir 2 Meter, ja genau 2 Meter. Ja, das sind schon ordentliche Maße. In der Breite haben wir 1,94 Meter. Ich messe euch das hier mal dazwischen, das ist ja auch wichtig. Da haben wir 1,82 Meter. Ja, wir haben hier einen schönen Tritt, damit man bequem ins Bett kommt. Darunter gibt es auch noch Staumöglichkeiten. Ihr könnt den Tritt natürlich auch wegnehmen, wenn ihr wollt, wenn ihr was laden wollt. Und hier seht ihr die Gasabsperrhähne auf der Seite. Und wir haben hier unter noch einen Kleiderschrank. Könnt ihr dann komplett hochnehmen. Schaut mal, kommt ihr super ran. Auf der Beifahrerseite ist der Wassertank. Da habt ihr jetzt hier vorne noch Staumöglichkeiten. Seht ihr, da passt auch noch einiges rein. Ja, oben haben wir riesige Oberschränke. Also was heißt riesig? Ihr habt natürlich unten noch diese Ablagemöglichkeiten und den Oberschrank und das rundum. Hier geht es in die Ecke noch mal rein. Ja, seht ihr, und hier noch mal das Gleiche, und alle hinterlüftet, seht ihr. Ja, ich denke mal, für Leute, die etwas größer sind, da oben seht ihr noch das Heki, ist das ein ganz, ganz tolles Fahrzeug. Ich habe hier gerade noch über den Kühlschrank noch dieses kleine Fach entdeckt, was auch gegen Herausfallen gesichert ist. So, und dann haben wir hier vorne noch die Verdunkelung. So, und jetzt das von der anderen Seite nochmal hier schließen, wird es mit einem Magnet festgehalten. Wieder zurück. Die Fenster in den Türen könnt ihr genauso verdunkeln. So, und dann einfach wieder schließen. Ja, dann schauen wir gleich mal unter den Sitz auf der Beifahrerseite. Hier ist die Aufbaubatterie verbaut, und auf der Fahrerseite seht ihr den Schaut-Elektronikblock. Ja, dann kommen wir mal zum Preis des Road Cruiser XL Citroën, der mit 165 PS hier steht. Da haben wir einen Grundpreis von 52.499 €, und das hier ausgestellte Fahrzeug hat einen Preis von 63.352 €. Ja, die Ausstattung werde ich euch jetzt mal einblenden.
Wir gehen noch ein bisschen um das Fahrzeug noch mal rum, dass ihr das noch mal ein bisschen vom Weiten erkennen könnt. Ja, liebe Campingfreunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann hinterlasst mir doch einen Daumen hoch. Und möchtet ihr noch mehr Videos von diesem Kanal anschauen, abonniert diesen Kanal. Glocke nicht vergessen. Ja, ich wünsche euch weiterhin hier viel Spaß auf den Hof von Caravan Wendt. Bis bald.